So, Freunde, weitere Breaking News. Ja, ihr seht, es gibt wirklich sehr viele News. An der Stelle die Leaker. wenn ich dir was sagen könnte, dann würde ich sagen, ey, haut doch das ganze Ding auf einmal raus. Aber gut, ist so, Breaking News an der Stelle. Nun haben wir das Artwork von Tech Freezer. An der Stelle Shoutout an Alex, der hat mich gerade quasi im Stream. Wir haben gerade das Team Rating Video gestreamt, wird auch heute noch online kommen als Upload. Hat mich gerade quasi gesagt, ey, schau mal her, die Leaks von Freezer, das Artwork, vorläufiges Artwork von Freezer wurde jetzt nun veröffentlicht, Freunde. Wie gesagt, es sind Leaks, alles mit Vorsicht betrachten. Aber wie kam es dazu? Heute wurde ja quasi eigentlich das vorläufige eventuelle Artwork vom Goku geleakt auf Team Dokkanas Twitter-Profil. Nun hat er seinen Twitter-Banner geändert auf Freezer. Ja, GG. Man möge halt meinen, dass die Leaker quasi mit uns hier spielen. Wobei wirklich man ihre Arbeit schätzen muss, dass sie quasi das überhaupt preisgeben. Aber ob das Ganze so kommen wird, werden wir quasi uns... Ja, müssen wir warten, müssen wir hoffen, müssen wir gucken, was abgeht. Zudem hat er noch gesagt, der Dude... Warte, was hat er hier geschrieben? Einen guten Tag und hat seinen Banner wieder geändert. Ich glaube, die machen das schon bewusst. Ich glaube schon, dass die gute Informationen und Leaks haben. Die geben sie jetzt nacheinander langsam preis. Aber was wichtig ist, hat er noch geschrieben, dass quasi iKowai und iSeriously eine Überraschung für uns haben, wenn alles gut geht, ab 18 Uhr. Heißt, vielleicht kommen nochmal Breaking News. Aber Freunde, wie gesagt, es ist wirklich gerade eine heiße und spannende Phase, was gerade in Dokkan abgeht, wegen den 250 Millionen Download Celebration. Ist gerade viel Hype darum, deswegen will ich euch nichts vorenthalten, deswegen hauen wir das Ganze raus. Und ja, um es kurz zu fassen, das Artwork von Freezer könnte eventuell folgendermaßen aussehen. Wir haben hier natürlich erste Form Freezer, dann wird er zur ersten Form durch die Transformation, zweite Form, dritte Form, Final Form und dann Golden Form. Freezer, ihr seht, ist wirklich ähnlich wie Goku. Location sieht gleich aus, nur natürlich bei Freezer ein bisschen fieser, dunkler, weil er natürlich ganz klar ein Villain ist. Was haltet ihr vom Artwork von Freezer? Ich find's auch auf jeden Fall geil, vor allem wie das Lava so durchströmt. Und die Location ist schon krank. Ich finde die Location geil. Was haltet ihr vom Artwork? Wenn das tatsächlich so kommen sollte, dass Freezer so aussieht und Goku anders, wie wir es gesehen haben im letzten Video, den letzten Breaking News, dann bin ich... Verdammt nochmal, ich bin dann mehr als gehypt auf jeden Fall. Wenn das wirklich so kommt, ist krank, wäre geil. Wie gesagt, es sind vorläufige Leaks, Gerüchte, Rumors, mit Vorsicht betrachten alles. Wollt ihr trotzdem euch nicht vorenthalten, die Breaking News. Was halt ihr von dem Ganzen, was halt nun von Freezer? Wie gesagt, zusammenfassend quasi, heute Morgen hat der Dude seinen Banner, Profilbanner geändert auf Twitter, auf Super Saiyan Gokus Artwork gesetzt, jetzt auf das von Freezer, potenziell eventuell zukünftige Artworks von den Dudes von den Dual Dogan Fest, das reinkommen sollte. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und ob ihr das quasi in Ordnung findet, dass ihr die ganze Zeit nonstop was raushaue in Sachen Breaking News. Aber wie gesagt, ich will sie echt nicht euch vorenthalten und ich will wirklich, dass ihr das mitnimmt, was es ist, um was es geht und nicht, dass ihr das alles betrachtet, als sei es zu 100% bestätigt, weil das ist es bei Länge nicht, Freunde, es sind Leaks und Gerüchte. Ich denke, ihr habt die Message nun verstanden. Ich habe es genug gesagt. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.